Herzlich willkommen zurück bei Mr. Bauer Gaming und zwar hier mit einem weiteren Video zu den Mods, die am Freitag schon bereits freigegeben worden sind im Giants Mod Hub. Wie immer alle zwei Wochen komme ich am Freitag nicht dazu, das Video zu machen. Ich liefere das danach, entweder Sonntag Nacht oder Montag früh. Deswegen auch hier einfach einen kurzen Überblick über die Mods, die am Freitag herausgekommen sind. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Patrick, Vandit, Peter, Ingo und Zocker Borusse für die Abos übers Wochenende. Das hilft dem Kanal enorm weiter. Es geht vorwärts. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Ich habe mein Wochenende genossen mit meiner Tochter, mit meiner Freundin. In Spanien war Vatertag. Also wir haben uns natürlich ein schönes Wochenende gemacht, haben uns es gut gehen lassen, soweit es ging. Und ja, jetzt sind wir zurück, wieder einer neuen Woche, 14 Tage, wo wir jetzt wieder am Stück daran sein werden. Es wird auch vieles passieren. Am Dienstag soll das Antonio Carraro Pack herauskommen. Ihr habt das natürlich schon gesehen bei den Partnern von Giants, dass diese schon den Early Access hatten. Auf jeden Fall, wir machen am Dienstag einen Teststream mit diesen Trakturen. Also wer gerne mitmachen möchte und diese testen kommen möchte auf dem Server, dann bitte Bescheid geben, damit wir einen Platz reservieren können. So, wir fangen an mit den Updates wie immer. Und zwar fangen wir erstmal an mit dem Quernalal TLX Geospread Pack von Mephew FS und Proxim. Downloadgröße 14,87 MB jetzt in der Version 1.1.0.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, dass eine alte Version hinzugefügt worden sei. Das nächste Update kommt für den Fendt Vario 300 von Schnippelmodding. Downloadgröße 9,74 MB jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Decals gefixt, Power, Profi und Profi Plus Varianten hinzugefügt und optische Mängel behoben. Das nächste Update und damit auch das letzte, das am Freitag herausgekommen ist, war für das Class Traktorenpack ebenfalls von Schnippelmodding. Downloadgröße 48,07 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Q8M Stützfüße im eingeklappten Zustand angepasst. Arion 600 Warntafeln hinzugefügt. Axion 900 Warntafeln hinzugefügt. Modellanpassungen Arion 600 und Axion 800. Kennzeichenpositionen angepasst. Farbwahl angepasst. Nun wird auf weitere Distanz die richtige Farbe angezeigt. Positionen der Typenbezeichnung angepasst. Dann machen wir gleich weiter mit der ersten neuen Mod, die am Freitag herausgekommen ist. Und zwar ist das die variable Ladewagenkapazität. Kommt von Sperrgebiet, Downloadgröße 22 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod soll simulieren, dass in Ladewagen, also zumindest in modernen Ladewagen, die Ladung zusammengepresst werden kann und somit auch die Kapazität erhöht werden kann, das heißt bis zu 1,5-fach. Die weiteren Beschreibungen, wie das funktioniert, bitte einfach hier am Screenshot ablesen. Bitte, falls nötig, auch das Video anhalten. Die nächste neue Mod ist die Füllstandswarnung, kommt von LSM Sachsen Pharma, Downloadgröße 71 KB. In der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Die Füllstandswarnung für Erntemaschinen gibt bei 50% Füllmenge einen Piepton von sich und bei 80% erreicht auch ein anderer Signalton, so ist man eigentlich immer darüber informiert, wie die Drescher gefüllt sind oder die Erntemaschinen, damit man sehr schnell entsprechend dann umschalten kann. Die nächste neue Mod ist der einfache Getriebewechsel. Kommt von Vectorman, 12 KB Downloadgröße in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieses Skript ermöglicht dir, den Getriebstypen außer von Fahrzeugen mit CVT-Getriebe via Input der Tastatur zu ändern. Das verändert die globale Einstellung Gangumschaltmodus in den Einstellungen für manuell schaltbaren Fahrzeuge. Standardmäßig werden beim Gangdurchschaltmodus automatisch alle Fahrzeuge automatisch geschaltet.
Fahrzeuge, die in echt manuell geschaltet werden, werden mit eingeschlossen. Mit diesem Skript kannst du zwischen den Modi Automatik und Manuell, Manuell und Kupplung unterscheiden, ohne jedes Mal in die Einstellungen zu wechseln. Wir kommen zu der letzten Script-Mod, die herausgekommen ist am Freitag. Und zwar ist das die Proceed, kommt von Wobster, Downloadgröße 0,17 MB in der Version 2.0 und ist für PC und Mac. Proceed erweitert Sehmaschinen mit neuen Funktionen, um sie noch weiter zu verbessern. Mit Proceed kannst du Fahrgassen erstellen, optional mit Vorlaufmarkierung, Sehmaschinen halbseitig abschalten, um perfekte Fahrgassen erstellen zu können. Die Unterfußdüngung kann optional deaktiviert werden und es gibt dir Rückmeldung durch akustische Signale. Hinweis, um den Auto-Modus zu verwenden, ist der Mod Guidance Steering notwendig. Für weitere Informationen lese dir die Manual aus dem GitHub durch. Also im Prinzip soll hier wahrscheinlich ähnlich wie das der E-Liner E-Drive-Liner im Prinzip machen wollte oder sollte im Prinzip, dass hier Fahrstraßen freigehalten werden, so dass man im Prinzip keine Fruchtzerstörung dann hat. Deswegen, also dieser Mod könnte eigentlich sehr realistisch daherkommen. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, die als Fahrzeug oder Gerät kommt, und zwar ist das der Class Tucano, und zwar als Pack von Mlodi 98, Downloadgröße 60,67 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit dem Tucano 300, der kommt standardmäßig mit 245 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 500 Litern, 57 Litern DEF, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 7500 Liter für das Erntegut als Tank. Dann das Gewicht 13,6 Tonnen und der Preis 195.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mittas, Wredestein und Trelleborg. Dann die Motorenausführung haben wir den 320er mit 245 PS, den 340er mit 286 PS und zurück zum 320er. Der zweite im Bund ist der Tucano 400, kommt standardmäßig ebenfalls mit 245 PS, wird auch stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 550 Liter, 57 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit ebenfalls 30 km/h, das Tankvolumen für das Erntegut 8500 Liter und dem Gewicht von 14,3 Tonnen. Der Preis hier 255.000 Euro. Die Reifenhersteller bleiben sich X-Eco wie beim kleineren Bruder. Die Motorenausführung kann gewählt werden zwischen dem 420er mit 245 PS, dem 430er mit 285 PS, dem 440er mit 286 PS und dann gibt es noch die 450er Version mit 313 PS. Die nächste neue Mod heißt New Holland T4 Series, kommt von Pepe 978, Downloadgröße 11,68 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kompakttraktor mit einer Leistung standardmäßig von 75 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 90 Litern, 23 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, Gewicht 2,8 Tonnen, der Preis 43.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mittas, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Dann das Design kann geändert werden mit einem Schutzbügel hinten, einer Kabine oder Standard mit dem Schutzbügel vorne. Dann kann ein Frontlader hinzugebaut werden und zwar einmal von Stoll und einmal von Quickie. Dann gibt es die Motorenausführung, die T475 mit den 75 PS, die 85er mit 85 PS, die 95er mit 96 PS und die 75er wieder zurück mit 75 PS. Die Felgenfarben kann gewählt werden zwischen Grau, Grau 2 und Schwarz. Die Lemken Solitaire DT kommt von Creative Mesh, Downloadgröße 33,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Sämaschine mit einem standardmäßigen Volumen für Saatgut von 5100 Litern, einem Gewicht von 9,1 Tonne, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern und Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Der Preis 132.000 Euro. Außer dem Nummernschild kann hier keine Änderung vorgenommen werden.
Die nächste neue Mod ist auch ein Pack, und zwar ist das der Fortschritt CT300 bis 303, kommt von Grabfeldschmiede und Ingo376, Downloadgröße 57,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir, wie gesagt, also die drei Versionen. Wir haben einmal den 300er, den 303er und den 403er. Wir starten mit dem kleinsten, mit dem 300er. Der kommt standardmäßig mit 90 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 125 Litern, eine Maximalgeschwindigkeit von 32 km/h und ein Gewicht von 4,8 Tonnen. Der Preis 26.500 Euro. Die Konfiguration hier kann geändert werden von Standard mit einem zu einem 200 Kilo Frontgewicht, 3, 4 oder 500 Kilo Frontgewicht. Dann kann das Interior geändert werden von Standard zu Rundumleuchte. Interior, okay. Streben können hier hinzugefügt werden. Dann gibt es ein Gitter, das hinzugefügt werden kann. Schmutzfänger hinten. Dann gibt es verschiedene Kombinationen aus den Einstellungen, also hier Streben und Rundumleuchte. Streben, Rundumleuchte und Schutzfänger, Gitter und Rundumleuchte und so weiter. Da gibt es also jede mögliche Kombination. Dann haben wir die Motorenausführung, die 300er mit 90 PS, die 300D mit 100 PS und zurück zu 300. Reifenvarianten gibt es mit Radgewicht. Dann gibt es die 18,4, dann die Radgewichte 2, Zwillingsbereifung hinten und Standard. Dann bei den Hauptfarben kann geändert werden zwischen Rot, und zwar das Fortschritt Blutorange-Rot und dann das Himmelblau und das Siena-Grün. Bei den Felgen kann gewählt werden Weiß-Rot, das Blau und das Siena-Grün. Bei der Designfarbe kann man ebenfalls aus diesen drei Farben plus dem Weiß ausgewählt werden, was nur das Frontgewicht quasi betrifft. Gehen wir zum CT303. Der kommt auch mit 90 PS, wird auch manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 125 Litern, 32 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, Gewicht 5,5 Tonnen und kostet 28.500 Euro. Die Konfiguration und Zubehöreinstellungen bleiben sich gleich. Die Motorenausführung hier, die 303er mit 90 PS. Dann haben wir die D-Version mit 100 PS und wieder zurück. Auch die Designfarbe haben wir dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie vorhin. Dann bleibt uns noch der CT403. Der kommt mit einer Leistung von 150 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 225 Litern, eine Maximalgeschwindigkeit von 43 km/h und einem Gewicht von 5,4 Tonnen. Der Preis 33.500 Euro. Auch hier haben wir beim Frontgewicht dieselben Optionen, dasselbe auch mit dem ganzen anderen Zubehör. Die Reifenvarianten bleiben auch dieselben. Hier gibt es keine weitere Motorisierung, sondern die ist einfach hier so Standard. Die Farben bleiben hier auch. Hier kommt noch das Fortschritt Dunkelgrün dazu, was vorher nicht dabei war. Und natürlich bei dem Design natürlich auch. Ja? Wir kommen zum Grimme Evo 290. Kommt von Agrario. Downloadgröße 12,7 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kartoffelernter mit einer Tankfüllmenge für Kartoffeln von 12 Kubikmetern, einem Gewicht von 12,5 Tonnen, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,50 Meter und arbeitet bei 7 km/h. Der Preis 205.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Friedestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten hier können geändert werden von Pflegereifung Standard. Das ist bei Trelleborg. Dann haben wir BKT, Pflegereifung und Standard. Das geht hier wohl so durch. Hier gibt es wahrscheinlich keine Bandversion. Das ist alles also entweder Pflegereifung oder Standard. Des Weiteren gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten in diesem Falle. Deswegen gehen wir gleich weiter zu der nächsten Mod. Und hier stehen wir beim Goldhofer ST. Spezial Tieflader, kommt von Woodcraft Modding, Downloadgröße 5,79 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tieflader, der Spezial Tieflader, mit einem Gewicht von 8,6 Tonnen und kostet 133.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Lizard. Dann gibt es beim Design hier vorne das die Möglichkeit, Bordwände hinzuzufügen oder ohne.
Die Hauptfarbe kann geändert werden aus einer erweiterten Standardpalette und die Felgenfarbe ebenso. Des Weiteren gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten, ist also ein Tieflader, dessen Achsen man hier quasi spreizen kann, damit eben auch eine große Maschine hier drin Platz hat. Wir kommen zum Blumenpack und zwar kommt das von Triangles Trouble. Downloadgröße 4,19 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit etlichen verschiedenen Blumentypen, die hingestellt werden kann als dekorative Objekte. Hier kann man, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 verschiedene Pflanzenarten, die man also dekorativ hier hinstellen kann. Kostet auch nicht die Welt, 50 Euro oder so. Das ist also, ja, schön, viel Spaß. Und das soll, die sollen auch im Winter sich verändern, also dass es dann ein eisiger Look gibt. Dann kommen wir zu der nächsten Mod, und zwar ist das der Agromash POV Pack. Und zwar kommt dieser von Henry NDF, Downloadgröße 3,92 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug als Pack, wie gesagt, einmal mit der 3XL Version. Das ist dieser hier, wiegt 1,3 Tonnen, braucht 100 PS, Arbeitsbreite 1,50 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h. Der Preis 10.000 Euro. Hier kann der Flugkörper geändert werden, entweder von ja zu nein. Des Weiteren können Schneidmesser, können entfernt werden oder hinzugefügt werden. Und es gibt die Reifenvarianten, Möglichkeit hier von Standort auf Trelleborg zu enden, auf Mittas und wieder Trelleborg, Trelleborg, Trelleborg und Standard. Das sind also diese Reifenvarianten, die wir hier haben. Des Weiteren haben wir den 4XL. Und zwar wiegt dieser 1,6 Tonnen, braucht 130 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Der Preis 12.000 Euro. Hier haben wir exakt dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie gerade gesehen. Die nächste neue Mod heißt Amazone Katros 6002. Kommt von STV Modding, Downloadgröße 7,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einem Gewicht von 2,8 Tonnen, braucht 180 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Der Preis 31.000 Euro. Bei dem Design kann hier hinzugefügt werden den Vogelsang Sink Cut, also damit kann man den an ein Güllefass anhängen und gleichzeitig düngen. Oder eben die Standardvariante. Die nächste neue Mod heißt Lizard VNB14, kommt von BlendArt und Kolocznik Junior. Downloadgröße 4,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Hänger mit einem Gewicht von 1,6 Tonnen und einem und dem Preis von 4.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Der Boden kann hier geändert werden von Standard zu Eisen oder Gummi. Die Hauptfarbe kann geändert werden von dieser Farbpalette. Das ist eine modifizierte Farbpalette. Fortschritt ist da drin. Ein bisschen Vintage angehaucht. Nehmen wir mal das hier. Dann die Farbe des Bodens kann aus derselben Farbpalette ausgewählt werden. Und zwar betrifft dies nur den Boden, wenn die Eisenversion hier ausgewählt ist. Und natürlich die Felgenfarbe. Da haben wir diese Palette hier. Da kann man also ganz fröhlich und wie einem belieben ist, hier die Farbe verändern. Die nächste neue Mod ist der Kerkerlin Trio 300M, kommt von STV Modding, Downloadgröße 3,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und hier ist der Trio 300M, Achtung, Achtung, der 3 Meter Alarm geht los und zwar handelt es sich hier um einen Gruber mit dem Gewicht von 2,2 Tonnen, braucht 130 PS, Arbeitsbreite 3 Meter, 15 km/h. Ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis 18.000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Steinschaufelpack. Dies kommt von NicoPix, Downloadgröße 3,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Schaufeln. Einmal der 168er für 659 Euro. Die 225er mit für 759 Euro. Die 285er für 879 Euro. Diese Schaufeln können angehängt werden, entweder an den Teleskoplader, einen Dreipunkt oder eine universale Schnittstelle. Und somit können natürlich auf dem Feld entsprechend die Steine eingesammelt werden. Das Volumen der 168er ist bei 0,6 Kubikmeter. Bei der 225er ist es 0,8 Kubikmeter und bei der 285er ist es die 0,9 Kubikmeter. Alles andere bleibt also wie gehabt. Die nächste neue Mod heißt Ballengreifer, kommt von TC3D, Downloadgröße 4,84 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Ballengabel mit dem Gewicht von 400 Kilogramm und kostet 3000 Euro. Hier können wahlweise kurze Zinken oder lange Zinken hinzugefügt werden. Vorsicht mit den Augen, wenn man zu nah dran geht. Dann kann hier der Ankupplungstyp geändert werden von Teleskoplader zu Radlader, Frontlader und zurück zu Teleskoplader. Die Hauptfarbe, da haben wir die Standardpalette, bei der Designfarbe ebenso. Die nächste neue Mod heißt Alö oder Olö. Frontladegeräte kommt von Agra Modding, Downloadgröße 10,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Leider ist mein Schwedisch nicht gut genug, damit ich das korrekt aussprechen könnte. Bitte entschuldigt mich, wenn dies so nicht korrekt gewesen ist. Und zwar kommt da ein großes Paket an verschiedenen Anbauwerkzeugen, und zwar einmal die Palettengabel. Wiegt 72 Kilogramm und kostet 964 Euro. Dann gibt es die Schaufel, die hat 540 Liter und kostet 655 Euro. Das Design hier kann geändert werden von Trimmer zu Quickie Alt, Quickie Neu und Trimmer. Dann haben wir die H160er, das ist die mit 650 Litern, wiegt 166 Kilogramm. Und die Konfiguration hier ist dieselbe, also entweder Trimmer, Quickie, Alt und Quickie Neu, Kostenpunkt 790 Euro. Dann haben wir die H185 mit 720 Liter, dem Gewicht von 205 Kilogramm, dieselben Möglichkeiten hier bei Design und der Preis ist 895 Euro. Dann haben wir die H210 mit 820 Litern. Die Einstellungsmöglichkeiten sind dieselben wie vorhin und das Gewicht zu 152 Kilogramm und kostet 1080 Euro. Des Weiteren haben wir die H240er mit 950 Litern Fassungsvermögen, einem Gewicht von 294 Kilogramm. Und den Kosten von 1265 Euro. Auch hier kann geändert werden zwischen Trimmer, Quickie Alt und Quickie Neu. Dann haben wir die Multigrab 160 HD zum Preis von 2000 Euro, einem Volumen von 950 Litern, dem Gewicht von 294 Kilogramm und auch hier haben wir dieselben Designeinstellungen. Die Multigrab 180 HD, die kostet 2300 Euro, hat ein Fassungsvolumen von 900 Litern und dem Gewicht von 500 Kilogramm. Und hier gilt dasselbe bezüglich dem Design. Dann haben wir die Multigrab 200 HD, 2600 Euro kosten diese, hat ein Fassungsvermögen von 1000 Litern und wiegt 655 Kilo. Auch hier haben wir dieselben Designmöglichkeiten. Die nächste neue Mod heißt Fendgewicht 1250 bis 2500, kommt von STV Modding, Downloadgröße 1,69 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei Gewichten, einmal 1250 Kilogramm, wiegt 1,3 Tonnen und kostet 1000 Euro. Hier haben wir die Standardpalette zum Verändern der Farbe nach Wunsch. Und wir haben das zweite Gewicht, das wiegt 2500 Kilogramm und kostet 1500 Euro. Das Design kann hier geändert werden zwischen Standard und Aufbau und die Hauptfarbe kann ebenfalls geändert werden mit den Farben der Standardpalette.
Die nächste neue Mod heißt polnische Düngemittel. Sack 50 Liter, kommt von Tyson und Croce. Downloadgröße 0,31 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt hier ein einzelner Düngemittelsack mit dem Volumen von 50 Litern und dem Preis von 95 Euro. Hier können wahlweise 1 bis 8 Stück in Bulk gekauft werden. Und das ist im Prinzip alles, was es dazu zu sagen gibt. Die Dieseltanks, die kommen von Pharma22, haben eine Downloadgröße von 0,84 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind diese Dieseltanks zu finden im Baumenü unter Container und natürlich entsprechend in den Containern hier. Die kann dann beliebig platziert werden. Kostenpunkt 2000 Euro und das Fassungsvermögen für diesen Tank von diesem Tank sind 4000 Liter. Dann kommen wir zum brasilianischen Mega-Silo. Kommt von Lost Gamer. Downloadgröße 6,02 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich im Baumenü unter Silos zu finden. Und zwar heißt dieses Mega-Silo BR, also brasilianisches Mega-Silo, ist tatsächlich ein imposanter Bau. Kostenpunkt 250.000 Euro und fast 5 Millionen Liter für alle Schuttgüter. Also alle Schuttgüter können hier eingelagert werden. 5 Millionen Liter Kapazität. Riesengroß. Und in dieser Halle hier kann sogar der größte Kipper hier hochgeklappt werden, ohne dass hier irgendwas passiert. Also man hat hier genügend Platz, hier das richtig abzukippen. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese große Silos Multifrucht. Kommt von Oma Tana, hat eine Downloadgröße von 3,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt hier ein Pack von großen Silos. Und zwar einmal hier das Silo groß mit 20 Millionen Liter, dann das Silo mittelgroß mit 15 Millionen Liter und dann das Silo sehr groß mit 50 Millionen Liter. Wem das noch immer nicht genug ist, hat die Möglichkeit, dies zu erweitern, und zwar einmal mit einem Silo von 15 Millionen Liter zusätzlich oder mit den wuppigen 50 Millionen zusätzlichen Liter, die dann hier eingelagert werden können. Es handelt sich also hier, wie gesagt, um sogenannte Multifrucht-Silos. Also hier kann sehr viele verschiedene Sachen können hier eingelagert werden. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob hier Flüssigkeiten auch reinpassen. Falls ihr das wisst, dann bitte in die Kommentare. Dann muss ich es nicht ausprobieren, sondern dann kriege ich den Tipp von euch. Ganz herzlichen Dank schon einmal. So, dann kommen wir zu der letzten neuen Mod, und zwar ist dieses das Brückenpaket, kommt von Erschaba VSR Modding Sur Team, Downloadgröße 2,12 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Brückenpaket mit 7 verschiedenen Brücken, und zwar zum einen die Holzbrücke, das ist diese hier, dann haben wir die Holzbrücke groß, das ist diese hier. Dann haben wir die Metallbrücke, das ist also eine kleine Brücke. Gucken, ob wir die irgendwo platzieren können. Das ist dann diese hier. Dann haben wir die große Metallbrücke, das wäre dann diese hier. Des Weiteren haben wir die Bretterbrücke, das wäre dann diese hier. Das ist einmal die kleine Version und dann haben wir davon natürlich auch noch eine große Version. Und zu guter Letzt haben wir diese schöne Holzbrücke, die überdachte Brücke, die schon bereits hier steht. Dann wurden natürlich am Freitag zum Factsheet Friday natürlich noch die fehlenden letzten 4 Traktoren vorgestellt, die zu dem Antonio Carraro Pack gehören werden. Diese wird ab dem Dienstag, 22. März, verfügbar sein. Auf jeden Fall sind dies die 4 Traktoren, zum einen den Toni 10900 TR, natürlich ein Traktor, Preis 72.500 Euro, Leistung 98 PS, eine automatische Schaltung, Tankfüllmenge für Diesel 50 Liter, Höchstgeschwindigkeit bei 40 km/h und wiegt 2,6 Tonnen. Das zweite Modell im Pack ist der Super Tigre.
635, natürlich auch ein Traktor, Preis 7500 Euro, ziemlich günstig, wird manuell geschaltet, hat eine Leistung von 35 PS, eine Tankfüllmenge für Diesel von 18 Litern und eine Maximalgeschwindigkeit von 21 km/h. Das Gewicht 1,2 Tonnen. Klein und handlich scheint dies zu sein. Der nächste im Pack ist der Antonio Carrero, den Mach 4R, und zwar natürlich auch ein Traktor. Das ist wahrscheinlich der teuerste im Pack, 96.000 Euro. Leistung 98 PS, wird manuell geschaltet, Tankfüllmenge für Diesel 50 Litern, Maximalgeschwindigkeit 40 km/h und wiegt 3,3 Tonnen. Und der letzte im Pack ist der TGF 10900R, natürlich auch ein Traktor, Preis 58.500 Euro, Leistung 98 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 50 Litern, eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und wiegt 2,5 Tonnen. Das war's mit den Mods vom Freitag und natürlich den zusätzlichen Informationen zum Antonio Carrero Pack. Trotzdem, dass die Information ziemlich spät gekommen ist, hoffe ich, dass es trotzdem nützlich war. Falls ja, dann bitte gerne den Daumen da lassen. Falls ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen möchtet, dann bitte gerne das Abo abholen. Wir werden hier auf diesem Kanal noch weitere Inhalte natürlich dann zum LS auch bringen. Zum Beispiel eben auch Livestreams, wo wir Geräte austesten werden. Zum Beispiel am Dienstag werden wir das Antonio Carrero Pack zur Verfügung stellen. Die gerne das anprobieren möchten, ausprobieren möchten auf einem Livestream-Server, dann bitte herkommen und natürlich mitmachen. Bitte informiert mich, falls ihr mitmachen möchtet, damit wir die Geräte bereitstellen können. Und dann können wir gemeinsam die Erfahrungen, die wir damit haben oder machen, dann quasi austauschen. Wir können dann testen, wir können Geräte anhängen, wir können PS-Tests machen und so weiter und so fort. Wir haben alles Mögliche, was wir ausprobieren können, so dass wir diese Geräte besser kennenlernen können. Das war's von mir. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.